Team Rock'n'Roll hat fertig. Alles steht bereit für die 50s Hammer Party in Lichtenwald bei Stuttgart. Inklusive selbstgebautem Cadillac. In nur 3 Tagen haben die unermüdlichen Schwaben eine ganze Elvis-Welt erschaffen. Jetzt muss hier allerdings auch noch wie wild gefeiert werden. Sonst wird's nix mit dem Sieg. Da stand vor 2 Tagen ein Haufen alter Paletten. Ich habe echt nicht gedacht, dass sie das schaffen. Respekt. Gut gemacht, meine Schwabe. Sparen können sie, nur das Wetter können sie noch nicht ändern. Auch die Wikingerhorde aus Hude bei Oldenburg hat das scheinbar Unmögliche geschafft. Auf einer unbenutzten Zeltplatzbodenplatte bauten sie in nur 3 Tagen eine mittelalterliche Grillhütte. Das hätten die echten Wikinger nicht besser hingekriegt. Jungs, soll ich euch mal was sagen? Danke. Hiermit wäre die Bauphase offiziell beendet. Jawohl! Hey. Jeder für sich ist über seine Grenzen gegangen, körperlich wie auch psychisch und physisch. Und jetzt wird gefeiert. Die Schwaben-Rockabillys haben sich in ihre zeitgemäße Schale geworfen. Aber schaffen sie nach all den Mühen auch noch eine siegeswürdige Stimmung? Schauen wir mal. Das Motto ist doch zu 100% umgesetzt, Leute. American Diner. Da steht er. Mehr American Diner geht nicht. Wenn die das bewerten müssen, da keine 10 Punkte für geben, dann geht der Rauch auf. 2 der Juroren glühen schon mal vor. Wir sind die geilsten Partybiester! Als Partytester qualifiziert mich, Maurice und die ganze Truppe, die wir dabei haben, einfach, dass wir sehr erfahren sind. Maurice und ich selber, was Partytrucks betrifft, wir organisieren, wir bauen selber die Trucks, die großen Trucks, die man von Umzügen kennt. Und bewertet wird das. Die Bauumsetzung, Mottoerfüllung, Partystimmung, das gehört halt alles zusammen. Und wir sind die Experten für alles, weil wir halt so viel Erfahrung haben. Wir wissen einfach, wo musst du Hand anlegen, damit es gut aussieht, damit die Party richtig geil wird. Und da sind wir einfach die Besten. Und das machen wir nicht nur für 3, 4 Leute, sondern auch im ganz großen Stil. Und deswegen können wir das auch richtig bewerten. Unsere 2 Juryteams. Jedes kümmert sich um eine Hammerparty. Die Rockabilly-Jury. Dat, Nadine und Maurice. Ja, was das Motto angeht, bin ich auf jeden Fall gespannt, ob da wirklich die ganze Zeit nur Rock'n'Roll-Musik läuft. Das würde mich interessieren. Und vor allem, wie die Leute angezogen sind. Hallo! Heini, hallo. Maurice, hi. Katja. Hallo. Heini, hallo. Hallo, Katja. Hallo, ich bin Heini, hallo. Hi. Also pass auf, machen wir es kurz und schmerzlos. Wir haben unseren Super Diner. Im Cadillac-Stil, ganz im Bonbon-Pink. Hier ist alles recycelt worden, was du dir vorstellen kannst. Da hinten die Heckflossen, die du siehst zum Beispiel. Das ist eine Kinderrutsche. Die wurde in der Mitte durchgeschnitten, kurz gemacht, links und rechts dran gebaut, dann lackiert und fertig. Einmal einsitzen. Ja. Und was ist das? Das Motto ist? American Diner. The American Dream. Yeah. Folgt bitte den Chefitäten und wir gehen in die Bar. Gönnt euch mal ein Candy. Mal hier. Wer kennt das nicht auch? Leckmuschel! Mark genießt den wilden Trip zurück in seine Kindheit. Das ist der Vorteil, wenn man schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Da besitzt man einfach einen eingebauten Draht zu Retro-Partys. Die Schwaben-Rock'n'Roller liefern aber auch richtig ab. Und jetzt schaut auch noch mal der King persönlich vorbei. Aber die wahren Kings sind hier natürlich die Juroren. Wie bewerten Sie die Diner-Party? Also ich fand bei der Bauumsetzung schon ziemlich krass, den Cadillac. Mit dem Bauteil, was sie noch zur Verfügung hatten, dass sie sowas geschaffen haben, ist wirklich unglaublich. Ja. Wurde das Motto erfüllt, was sagt ihr? Was sagst du? Ich finde schon ziemlich gut, ne? Einfach weil die Leute sind dementsprechend gekleidet. Ich finde die Dekoration ist darauf angestimmt. Sehe ich auch so. Was sagt ihr zu der Stimmung? Dass es auf jeden Fall mega ist. Insgesamt eine sehr geile Party. Sehr geile Party. Und damit zur Gegenparty. Bei Janines Wikingern in Niedersachsen fließt der Met bereits in Strömen. Da kommen die Juroren Christian, Janina und Thorsten gerade richtig.
So, wenn das keine Begrüßung ist, dann weiß ich es nicht. Das sind unsere Partytester, ihr Lieben. Ja, moin. Und das sind unsere Wikinger. Mensch, was ihr macht? Herzlich willkommen. Thorsten, hi. Das Party-Motto Wikinger habe ich richtig cool aufgenommen. Ich hätte Bock, dass wir heute richtig in eine andere Zeit eintauchen. Die Leute, die müssen einfach kostümiert sein. Da muss irgendwas aus dieser Wikingerzeit wirklich hervorkommen. Für mich auch ganz wichtig, das Essen und die Getränke, ob da was richtig Geiles bei rüberkommt. Weil ich glaube, die Wikinger, die hatten schon richtig ein hartes, geiles Partyleben. Ich habe ihr gerade schon das Horn überreicht. Wir haben aber auch natürlich für die beiden Männer ein Trinkhorn. Vorsicht, da ist schon was zu trinken drin. Ja. Unser Wikinger-Zaubertrank. Wir haben einen Whisky-Likör genommen. Zu gewissen Anteil gemixt mit Ginger Ale und zu einem gewissen Anteil kam Met obendrauf und dann noch ein Spritzer Zitrone oder Limette. Das dürfen wir nicht ganz genau sagen. Die Rezeptur ist geheim. Danke. Schön, dass es dir schmecken. Danke. So. Erstmal herzlich willkommen hier am Falkensteinsee. Kommt rein in die gute Stube. Um das vielleicht ganz kurz zu erklären. Hier wurde eine Hütte gebaut. Die haben das Holz organisiert und geschlagen. Das haben die Jungs wirklich, wirklich alles mit ihren Händen geschaffen. Wahnsinn. Und das Ganze in so weniger Zeit. Also nur, dass ihr das vielleicht im Hinterkopf bewahrt, ne? Wie viel Mann wart ihr oder Frau? Alle ihr als Team hier. Ihr habt das viereinhalb. Und natürlich und jetzt überzeugt euch selber. Kommt aber der Zement ist trocken schon, ne? Ja, aber sowas von. Du kannst drauf springen, wenn du ja, willst. Ja, genau, mach ich auch gleich. Immobilienbesichtigung nach Wikingerart. Die Juroren bestaunen das Rekordzeitbauwerk. Und das Beste? Die Hütte dient auch noch dem Gemeinwohl. Die Camper, die hier eben keine Überdachung haben, die wirklich bei Scheißwetter aber eine Bratwurst grillen wollen, können diese Hütte nutzen, können da drin grillen und fertig ist. Also das ist das neue Partyhaus hier am Campingplatz. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir richtig feiern. Das war der Tag, an dem die Götter sich betranken. Bei den Wikis glühen die Trinkhörner vor Glück. Es war aber auch ein harter Ritt. Wie fühle ich mich? Das ist sensationell, oder? Also ganz im Ernst, die Party ist geil. Die Partytester haben gute Laune. Die Freunde haben gute Laune. Wir haben gute Laune. Dementsprechend gerade Euphorie-Level ganz oben. Dass hier so viele Leute auftauchen. Ich meine, es waren 50, 60 Partygäste. Ja. Aber du kannst sagen, 70-80% davon waren alle in diesen Kostümen gekleidet. Ja. Alle wie Wikinger. Was so richtig geil war, die Bauumsetzung. Eine super Feuerstelle, die die selber gemauert haben. Haben sie mega gebaut, sie haben es mega umgesetzt. Ja. Es ist sicher gebaut, es ist stabil gebaut. Mit den Hörnern, das ist auch so die Liebe zum Detail. Ich fühle mich wirklich wie in den Wikingerzeiten. Und das finde ich einfach geil.